Als nächstes komme ich zum Kolorationsschema. Dazu nehme ich diesen kleinen Bockland zur Hand. Der ist bei dem A4-Block inzwischen meistens mitgeliefert, aber du kannst auch einfach Blätter von dem A4-Block auseinanderschneiden und die dann benutzen. Wichtig ist halt nur am besten, dass der aus dem gleichen Papier ist, auf dem du auch zeichnest. Also nicht zum Beispiel von Neopico oder so dann Papier nehmen, sondern es sollte von der gleichen Firma sein, weil die die gleichen Eigenschaften haben. Verschiedene Papiere haben immer verschiedene Eigenschaften. Ich habe jetzt für mein Bild bestimmt, dass sie braune Haare haben soll. Dann nehme ich dann meine Liste hier zur Hand und kann dann gleich sehen, welche braunen Farben ich zur Auswahl habe. Ich finde dieses Nussbraun hier sehr schön. E29, das benutze ich eigentlich immer sehr gerne. Das habe ich, wie ich hier notiert habe, als Copic Ciao Marker und als normalen Copic Marker. Bei dir kommt das jetzt noch nicht so ins Gewicht, du hast ja nur die Copic Ciao Marker, aber wenn man später gemischt hat, also viele verschiedene, ich habe hier zum Beispiel auch einen Copic Sketch Marker, dann bietet sich das schon an, dass man sich notiert, in welchen Formen man die hat. Für verschiedene Arten, zum Beispiel große Flächen oder Airbrush, kannst du nämlich nur die Sketch und die normalen Copics benutzen. So, dann nehme ich mir mein E29, wenn ich es denn mal finde. Das. Für die Haare nehme ich lieber Copic Ciao Marker oder Sketch Marker wegen der Pinselspitze. Da kannst du die Highlights und einzelnen Strähnen besser rausarbeiten. So. Leider habe ich immer das Problem, dass zu bestimmten Brauntönen oder auch anderen Farben habe ich teilweise keine passenden Farben, die als Schattenfarbe dienen können. Deswegen variiere ich dann manchmal ins Hellere, das heißt, dass ich dann eine hellere Farbe als Grundfarbe nehme und den dann als erste Schattenfarbe, weil die erste Schattenfarbe, die ist dominanter gegenüber der helleren Farbe. Und dann zum Beispiel Grau oder Schwarz noch als tiefere Schattenfarbe. Ja, hier ist das zum Beispiel auch der Fall. Ich werde dann ein etwas helleres Braun nehmen, das E47. Das hier. Und als tiefere Schattenfarbe muss ich mal ausprobieren, entweder W7 oder W9. Als tiefste Schattenfarbe ist es eigentlich egal, ob du ein Copic Ciao oder ein Copic Sketch nimmst, weil die nur sehr gering auf deinem Bild verbaut sein wird. Und da ist es dann nicht so schlimm, wenn du nicht so pinselartig arbeiten kannst. Aber wie gesagt, da du noch keine normalen Copics hast und noch keine Copic Sketch, ist das für dich jetzt erstmal uninteressant. So, wenn ich dann meine drei Farben habe, dann packe ich erstmal meine Liste hier beiseite. Fange auf meinem Schmierzettel, also auf normalem Druckerpapier, zeichne ich mir das dann mal ein, wie das dann zusammen aussieht. Und wenn mir dann irgendwas nicht gefällt, habe ich dann immer noch Ersatz, wo ich dann nochmal von vorne anfangen kann. Also du kannst dann auch einfach auf einem die Haare nehmen, auf dem anderen dann gefällt dir vielleicht besser das Gesicht oder so. Das kannst du dann auch machen. Aber ich finde es einfacher, wenn man alle Farben zusammen sieht. Deswegen fange ich dann immer nochmal von vorne an und zeichne mir alle Farben dann nochmal auf. Das ist natürlich auch praktisch, wenn du verschiedene Kombinationen austesten möchtest. Das heißt, wenn du mal sehen möchtest, wie sie mit blonden Haaren aussieht, ob sie dir mit blauen Haaren besser gefällt, dann kannst du dir verschiedene
Kollaborationsschemen nebeneinander liegen und dann legen und dann dich für ein richtiges entscheiden. Oder wenn du halt genug Kopien hast, kannst du dann natürlich auch alle umsetzen, wenn du lustig bist. So. Ich fange jetzt mit meinem E47 an. Das Kolorationsschema ist eigentlich jetzt nicht so wichtig, wie du es kolorierst. Ich werde das jetzt wahrscheinlich auch in Schnellvorlauf dann machen. Es ist einfach nur wichtig, dass die Farben nebeneinander sind und dass du ungefähr weißt, wo du sie platzieren wolltest. Du musst noch nicht auf Schatten oder irgendwas Ähnliches achten, sondern wirklich einfach nur das Zusammenspiel der Farben. So, da zoome ich jetzt ein bisschen rein. Wie gesagt, ich fange mit E47 an. Das heißt Dark Brown. Und die helle Farbe kann man großflächig auftragen. Dann wechsle ich zu meinem geliebten E29 Burnt Umber. Das hat so einen leichten Rotstich. Deswegen finde ich das so schön, weil es kommt sehr nah an natürliches braunes Haar heran, aber dieses E47 eigentlich auch. Sieht man schon, dass die sehr gut zusammenpassen. Die stufen sich nicht zu sehr voneinander ab. Und was besonders wichtig ist in den Haaren, der Schatten kann es sein, ja, wie du auf meinem Mac-Zettel da schon gesehen hast, kann es sein, dass du ja harte Kanten haben möchtest, dann sollte sich das schon ein bisschen mehr abstufen. Aber in den Haaren finde ich es schöner, wenn es sich nicht so sehr abstuft. So, hier sehe ich schon, dass mein W7 nicht so wirklich schattenhaft wirkt auf dem Braun. Deswegen werde ich dann wohl wahrscheinlich zum dunkleren E9 greifen müssen. Ja. Oder ich nehme beide. Ich werde mir beide notieren und dann aus dem richtigen Bild dann ausprobieren. Das ist nämlich auch eine Sache, die du vielleicht für dich selber dann auch machen könntest. So, wenn ich das hier jetzt erstmal mir zusammengestellt habe, dann nehme ich mir einen Stift zur Hand. Ich nehme meistens den Mikron, da ich den eh wegen der Line Art schon zur Hand habe und schreibe mir dann auf, wofür die Farben sind und dann von hell nach dunkel mache ich mir mit der breiten Spitze jeweils einen Strich und schreibe hinein oder darunter, wenn sie zu dunkel ist, welche Farbe ich benutzt habe. Das ist zum Beispiel, wenn du später mal deinen Tisch aufräumen musst, weil du irgendwas anderes machen wolltest oder so. Ist das ganz praktisch, wenn du diese Zettel hast, weil wenn du dann an deinem Bild weiterarbeitest, dann kannst du gleich sehen, welche Farben du dir zusammensammeln solltest. Ich hasse es zum Beispiel, alle möglichen Farben hier verstreut rumliegen zu haben. Deswegen nehme ich mir immer nur die zur Hand, die ich für meine jetzige Stelle brauche, die ich gerade koloriere. Die Brauntöne erstmal beiseite. So, als nächstes hatte ich mir überlegt, so Augenhaar, vielleicht grüne Augen. Grün habe ich hier ein bisschen unterschiedliche Auswahl. Ich mag gerne, wo ist es?
dieses Blaugrün. Aber ich denke, für sie jetzt wird normales Grün schöner sein. Oder Gelbgrün. Das ist hier. Ja, mein Cupid Sketch habe ich kaum benutzt. Vielleicht sollte ich den mal benutzen. Der ist eigentlich ganz schön. Dazu eine hellere Farbe. Nehme ich den, G05. Und dunkler, G28. Muss natürlich sehen, ob das G28 jetzt so gut für das zum G19 passt. Mein G19 ist ein Cupid Sketch Marker. Die beziehe ich übrigens alle von diesem Online-Shop. Der heißt Bright Parrot Green. So, dann G05. Das ist ein Cupid Sketch Marker. Und G28. Ist ein normaler Cupid-Marker. Dann haben wir ja alle versammelt. Übrigens kenne ich nicht alle meine Farben auswendig. Muss man auch gar nicht können. So. Dann fange ich wieder mit der hellsten Farbe an. Übrigens sieht es auf deinem Druckerpapier meistens etwas anders aus als dann auf dem fertigen Papier. Aber das stört uns hier jetzt nicht. Wir wollen ja nur sehen, wie die Farben allgemein miteinander zusammenpassen. Und das ist nicht sehr unterschiedlich. Die sehen vielleicht ein bisschen heller aus oder ein bisschen dunkler. Aber das ist nicht allzu schlimm. Das Grün passt erstaunlich gut. Manchmal, wie jetzt, stelle ich fest, dass mir die Abstufung der Pupille innen drin noch nicht dunkel genug ist. Dann nehme ich dann auch noch mal einen von meinen Grautönen hinzu. In diesem Fall ein Cold Grey, also ein kaltes Grau. Das wir mehr als grau empfinden als das W. Ja, das W ist ein warmes Grau. Da ist ein bisschen, es erinnert ein bisschen an Braungrau. Ich habe jetzt das C7. Und das verdunkelt dann meine Pupillen ein bisschen. Und hier auch. Bevor du die Stifte wegsteckst, wieder notieren, welche du verwendet hast. Beachten, dass du von hell nach dunkel aufzeichnest, weil später kann es ja sein, wenn die Farben sich sehr ähnlich sind, dass du nicht mehr weißt, welches deine Highlight-Farbe war und welches deine normale Farbe. Jetzt kommen die auch erstmal wieder weg, damit wir hier Platz haben.